14.15 Uhr heute Nachmittag. Der erste Vorspringer geht hoch über Oberstdorf vom Balken. Das Training des Auftaktspringens der Vierschanzentournee ist damit offiziell eröffnet. Dieter Robel bleibt dennoch gelassen. Bereits zum 7. Mal ist er der offizielle Starter hier. Seine Aufgabe? Er muss die Anzüge der Springer noch einmal kontrollieren und ihnen die Schanze freigeben. Für Dieter Robel nicht nur ein Job. Er ist auch nach diesen 7 Jahren mit viel Leidenschaft dabei. Also es ist besonders einfach, wenn die jungen Springer hier oben stehen und sich vorbereiten auf den Sprung. Es ist einfach fantastisch, wenn man so jungen Menschen zuschauen kann. Und es sind ja Weltklasse-Athleten. Und es ist für uns selbst eine riesen Begeisterung, denen zuzuschauen, wie sie ihre Mimik machen, wie sie in verschiedenen Richtungen schauen, wie sie auf die Oberschenkel klopfen. Aber Gespräche untereinander sind höchst selten. Und wir selbst werden kaum zur Kenntnis genommen. Wahrscheinlich ist die Anspannung so groß. Trotz wenig Kontakt mit den Athleten macht Dieter Robel seine Aufgabe also viel Freude. Für ihn ist es selbstverständlich, hier ehrenamtlich mitzuwirken. Zum insgesamt 31. Mal hilft er schon bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf mit. Und ohne dieses Engagement wäre das Auftaktspringen auch nicht möglich. In diesem Jahr, bei der 58. Ausgabe der Tournee, sind es alles in allem 750 freiwillige Helfer. Ein großes Aufgebot an Leuten, die für einen runden Ablauf sorgen. Doch bereits wochenlang zuvor laufen die Vorbereitungen für das Auftaktspringen auf Hochtouren. Ja, insgesamt liefen die Vorbereitungen sehr gut. Es ist rechtzeitig kalt geworden, wir konnten genug Schnee produzieren, haben eine tolle Anlage präpariert, ideale Bedingungen hier für die Wettkämpfe. Und von daher ist eigentlich alles sehr gut gelaufen. Wir sind sehr zufrieden. Ein reibungsloser Vorlauf, der morgen nur noch mit einem gelungenen Wettkampf und gutem Wetter gekrönt werden sollte. Allein für morgen werden rund 20.000 Zuschauer erwartet. Die Fans in Oberstdorf freuen sich jedenfalls, live im Stadion dabei zu sein. Und jeder hat seinen eigenen Favoriten. Simon Ammann. Weil er das einfach schaffen muss. Ich würde eher auf Schlierenzauer oder Morgenstern tippen. Größtenteils eigentlich den Norwegern und den Schweizern, aber eigentlich allen doch, auf jeden Fall. Janne Ahonen. Warum wir das Rennen machen? Wir sind Fans, er ist seit 5 Jahren dabei und die Stimmung ist hier einfach einmalig. Ob es am Ende wirklich einer der Geheimfavoriten schaffen kann, wir werden sehen. Das Training neigt sich für heute jedenfalls dem Ende. Und auch für Dieter Robel bedeutet das eine kleine Pause. Doch bereits kurze Zeit später, als auch morgen, wird er wieder hier oben stehen, um die Springer an den Start zu lassen. Eine ungewöhnliche Aufgabe eben, immer einmal im Jahr so hoch über Oberstdorf.